im Rausch des Erfolges dieser Politik kann man nun heute sich allerlei erlauben. Die Rente mit 63 zum Beispiel, die wieder eingeführt wurde, nicht für alle, aber wer hinreichend lange gearbeitet hat. Aber passt das zu der Demografie? Sie sehen, die Babyboomer, diese dicken Äste, sind jetzt 50 Jahre. In 5 Jahren, in 15, in 20, ja, jetzt hier in 20 Jahren sind sie da und dann wollen die alle eine Rente haben. Das heißt, wir haben ein Riesenproblem. Wir brauchen rein rechnerisch 12 Millionen Zuwanderer oder irgendwen, Kinder, die, wo sollen sie herkommen, Zuwanderer, um die Lücke auszufüllen im Vergleich zu heute. Und dann sagt man, man soll weniger lange arbeiten, das kann doch nicht wahr sein. Es ist eine verantwortungslose Politik, so etwas zu propagieren und zu realisieren, weil die Konsequenzen nicht bedacht werden. Schaffen wir das? Fragen Sie sich selber. Euro-Rettung. Das deutsche Haftungsrisiko bei den schon ausgereichten Krediten. Und da ist das OMT, das Whatever It Takes, noch gar nicht dabei. Das sind ja Eventualverbindlichkeiten über die EZB. Liegt bei 260 Milliarden Euro, wenn die Staaten der 6 Krisenländer und die Bankensysteme pleite gehen. Denn wir haften ja allein schon über die Refinanzierungskredite, die alle die Zinserträge auf diese Kredite und damit die Rückzahlungsforderungen werden ja alle vergemeinschaftet sowieso. Das ist ja der Kern des ganzen Geschehens in der Eurozone. Wiedergespiegelt übrigens darin, dass hier 217 Milliarden allein diese Target-Risiken sind. Das sind Refinanzierungskredite über das Normalmaß hinaus, welches in diesen Ländern vergeben wurde. Und das Thema hatte ich schon erörtert. Zum Frieden hat es nicht unbedingt beigetragen, weil der deutsche Staat zum Schuldner, Gläubiger der Krisenländer wurde. Schaffen wir das auch noch? Und schaffen wir das? Da waren ja gewisse Vorstellungen, was die Qualifikation der Flüchtlinge betrifft. Wir wissen heute durch die Studien von Ludger Wössmann auf der Basis der PISA-Vergleiche, dass 65% der syrischen Bevölkerung zum Beispiel nicht mal das PISA-1-Niveau erfüllt. Das heißt, die können die Grundrechenarten nicht. Bei den Flüchtlingen, die dann in die Läger gegangen sind in der Türkei, sieht es ein bisschen besser aus. Das ist eine positive Selektion. Da liegen wir aber bei knapp unter 50%. Funktionale Analphabeten. Nun können die, die von da gekommen sind, noch wieder eine bessere Auswahl sein? Wissen wir noch nicht genau. Aber mit den Chefärzten aus Aleppo ist das doch eine Sache. 1 Million werden es dieses Jahr sein. Hinzu kommen 350.000 vermutlich, das wissen wir noch nicht, normale Immigranten aus anderen EU-Ländern, die wir ja sowieso auch haben. Und dann kommt die Dunkelziffer hinzu. Die Dunkelziffer war im September 2/3. Herrgott, das wären ja nochmal 700.000. Dann wären wir ja schon über 2 Millionen. Aber das sind alles spekulative Aussagen, die überhaupt nicht belastbar sind. Wir wissen es schlicht nicht, weil der Prozess chaotisch abläuft. Und der Mindestlohn, so sieht es halt ökonomisch aus. Nachfrage nach einfacher Arbeit, eine fallende Nachfragekurve, je niedriger der Lohn, desto mehr Geschäftsmodelle lohnen sich, wo man mit den Leuten was machen kann. Überlegen Sie mal, welche Geschäftsmodelle heute entstanden sind. Meine Kinder gehen ins Restaurant, wie selbstverständlich hätten wir das früher gemacht, nie im Leben. Also das ist heute eine Servicegesellschaft entstanden durch diese höhere Lohnspreizung, die völlig unvorstellbar war früher. Ja, man konnte doch nicht ins Restaurant gehen. Ich war 50, bis ich das erste Mal wirklich essen gegangen bin irgendwohin. Da war ich am IFO-Institut. Ja? Wir halten das alles für selbstverständlich. Das ist entstanden als Funktion der Lohnspreizung.
Das ist das Arbeitsangebot. Wenn der Lohn nicht dem Schnittpunkt dieser Kurven entspricht, sondern höher ist als Mindestlohn, entsteht eben Arbeitslosigkeit. Bestimmte Geschäftsmodelle können dann nicht mehr realisiert werden. Und wenn jetzt noch eine Zuwanderung kommt, dann verschiebt sich das Ganze nach rechts und es ist eine Zuwanderung in die Arbeitslosigkeit. Nun kann man sagen, ja, aber das ist ja ein Wachstumseffekt, weil man sich jetzt verschuldet, um die Flüchtlinge zu bezahlen. Also bitte, es gibt kein Nettowachstum durch Verschuldung, denn Schulden müssen getilgt werden. Man kann nur Nachfrage des Staates von der Zukunft aus der Tilgungsphase in die Gegenwart ziehen. Das ist alles. Es ist kein Netto-Nachfragegewinn durch keynesianische Maßnahmen möglich. Das denken aber viele. Insofern kann man keynesianisch da nicht rangehen. Es soll auch eine Studie geben, wo bis 2035 keynesianische Nachfrageeffekte benutzt werden, um auszurechnen, dass das ein Plusgeschäft für den deutschen Staat ist. Man kann sich nur wundern. Schaffen wir das alles zusammen? Alles Einzelne schon, in der Summe glaube ich eher nicht.